Oh. Der Testlauf war besser. Okay. Geht's so? Nee. Es ist wie immer. Wieso ist es jetzt so dunkel? Ah, so ein Mist. Ich muss was anders machen. So. War der Anfang jetzt schon mit drauf? Keine Ahnung. Ihr Leute. Wow, vorweihnachtlicher, wolliger Wuselstress. Super schöne Zeit, die wir gern hätten, wenn wir sie hätten. Gut. Der Grund, warum ich heute aufnehme, ist einzig der, weil es wahrscheinlich das letzte Mal ist, dass ich das vor Weihnachten tun kann, eine Folge für euch aufzunehmen. Es ist eine kleine Folge diesmal, denn ich hatte euch ja in letzter Zeit doch recht viel gezeigt. Ganz vieles. Und ja, dazu wollte ich noch eine Frage gleich beantworten. Ich wurde auch in den Kommentaren, für die ich mich natürlich herzlichst bedanke, zu den beiden Folgen über die Hobbyausstellung. Es gibt eine Folge Hobbyausstellung Teil 1 und Hobbyausstellung Teil 2. Die sind hier nicht in dieser Maschenbilder-Podcast-Serie enthalten, sondern Sonderfolgen. Da seht ihr, was bei mir so los war. Und es ist noch nicht abgerissen. Wir waren jetzt 8 Tage, na Quatsch, 4 Tage weg. Und haben viel gesehen, viel erlebt. Strickzeit hatte ich so gut wie keine. Ich hatte auch während und vor der Hobbyausstellung wenig Strickzeit. Und wenn ich mal Zeit habe, habe ich nur so einen kleinen Fusselkram gemacht. An den großen Projekten konnte ich nicht viel weitermachen. Ist aber nicht schlimm, denn das, was ich bis jetzt hier gemacht habe an Fusselkram, der in keiner Weise fertig ist, ich kann es euch nur zeigen, was nicht fertig ist. Aber es hat mir mega Spaß gemacht und im neuen Jahr könnt ihr dann sehen, was fertig ist. Okay. Ich wollte euch nicht quasi so lieblos in die letzten Vorweihnachtstage entlassen oder auch über die Weihnachtsfeiertage. Wenn ich mich da jetzt gar nicht nochmal gemeldet hätte, wäre ein bisschen blöd gewesen. Hätte mir nicht gefallen und euch vielleicht auch nicht. Ich kann mich nur nochmal für das vergangene Jahr bedanken, für eure unglaublich liebevollen, positiven, wertschätzenden und herzlichen Kommentare. Die allein sind es, die mich dazu bewegen, hier immer noch weiterzumachen. Weil es macht natürlich trotz, es macht Riesenspaß, klar. Und das soll auch dabei bleiben. Mal sehen. Also das kommende Jahr mache ich auf jeden Fall noch weiter. Wie viele auch sagen, ich weiß nicht, wie oft und was und wann und überhaupt. Und bei mir gibt es sowieso keine Regelmäßigkeit und keine super getakteten Filme. Aber ich möchte gern bei euch bleiben, so wie ihr auch irgendwie immer bei mir seid. Denn wenn es mal schlechte Momente gibt, die habe ich auch, dann weiß ich, was ich machen kann und darf und worüber ich mich immer noch mega freue. Ich schaue mir einfach alte Filmchen an und alles, was da drunter steht. Das ist, ich bin jetzt richtig gerührt, Leute, echt. Ja, aber nicht zu rührselig werden. Ihr wollt bestimmt auch mal was sehen jetzt hier. Wie gesagt, es war ganz viel Kleinkram. An meinem UFO hätte ich gern weiter gestrickt, aber, also der Kritlines-Sweater, der macht Spaß. Ich hatte ihn in der letzten Folge als UFO-Projekt gezeigt. Ich hätte auch, aber ich hätte Wolle wickeln müssen. Ich kam nicht dazu, Wolle zu wickeln. Dann habe ich jetzt nur noch so ein kleines Knäuelchen gehabt, sonst hätte ich es auch mitgenommen auf Reisen. Wir haben eine Adventsreise gemacht. Wir waren nämlich im Saarland, in Saarbrücken, in Metz, in Luxemburg und dann nochmal in Völklingen in der Eisenhütte. Also das war schon extrem schwer beeindruckend, da die Eisenhütte, der Besuch. Da ich dieses Filmchen sowieso schneiden muss, werde ich euch ganz zum Schluss eine kleine Slideshow anhängen, eine Diashow mit den Eindrücken aus dem Völklinger Eisenwerk. Das natürlich stillgelegt ist. Viele von euch werden es kennen, viele noch gar nicht. Es hat mich total beeindruckt,
wie Menschen früher gearbeitet haben und wie die Bedingungen waren. Und dann können wir es uns ja nur im Entferntesten vorstellen, wie es tatsächlich gewesen sein muss. Denn jetzt gibt es keinen Staub mehr, den es da in Unmassen gab, und keinen Lärm, der auch riesig war. Und das immer rund um die Uhr, Tag ein, Tag aus. Nachts, feiertags und sonntags und immer. Und das waren Menschen, die damals gearbeitet haben, zu Bedingungen, das wollen wir uns gar nicht ausmalen. Und da ist es auch gut, dass, finde ich persönlich, dass es irgendwann auch Gewerkschaften gab, die sich für das Wohl der Arbeiter stark gemacht haben. Wer weiß, wie das alles gekommen wäre, wenn es das nicht gegeben hätte. Und auch heute muss man ja auch wirklich mal über manches tiefer nachdenken, was zu was geführt hat. Aber gut, so ernst will ich jetzt nicht werden. Ich will euch auch was Gestricktes zeigen. Ich fange mal an, was ich gestern Abend so gemacht habe. Was das wird eine Überraschung. Ich zeige euch nur, wo ich so rumfrickel momentan. Doch, ich will euch einen kleinen Hinweis geben. Es ist ein Dach. Mehr sage ich nicht. Später dann werdet ihr das erfahren, wozu das alles dann gehört. Jetzt muss ich auf Pause drücken, mir die Nase putzen. Sorry. So, sorry, da bin ich wieder. Das musste sein. Ich war jetzt auch ein bisschen gerührt. Da ist mir die Nase noch mehr gelaufen. Ich bin auch noch immer ein bisschen erkältet. Aber ich will mich jetzt doch kurz fassen und euch das zeigen, was sehenswert ist oder nicht sehenswert, weil es eigentlich noch nicht fertig ist, weil ich tausend Ideen habe und x Mini-Projekte angefangen habe. Und das ist so schön, das kann man so zwischendrin, kann man sich da mal hinsetzen und ein Stückchen weitermachen. Eins, was jetzt noch gar nicht mehr so lang braucht, ist ein Wichtel, ein blauer Wichtel. Ich habe gedacht, ich stricke mal eine ganz andere Farbe. Und die Methode von Sarah Schira hier anzufangen mit einem kleinen Knödel, habe ich von einer anderen Wichtelanleitung. Und das habe ich hier so frei Schnauze gestrickt. Mit teils mit Garn, was selbst mustert und Teil, was nicht selbst mustert, in Jacquard-Technik, nicht Jacquard, in Vereiltechnik sozusagen. Aber hier unten schön, also ein tolles Blau und der wird bald fertig. Ich hatte ja auch für die Hobbyausstellung zwei Wichtel extra gestrickt. Das hat auch ein bisschen Zeit gekostet, denn Wichtel zu stricken ist schon. Auch man könnte sagen, ja, der ist schnell fertig im Grunde genommen, ja, aber man hat doch ein bisschen zu tun, bis er tatsächlich sein Endstadium erreicht. Hier unten, das ist dann mal ein bisschen frickelig. Hier kommt dann noch ein Stein rein, deswegen bin ich noch nicht weitergekommen, weil ich keinen Stein mehr hatte jetzt akut, wie ich da dran gestrickt habe. Und da hat dann sozusagen ein Herz aus Stein, aber das stimmt ja nicht, denn die sind ja heiß geliebt und dann wird auch der Stein innen drin mal warm werden. Ja, wie gesagt, wer Wichtel stricken will, der kann das tun. Wenn er eine Anleitung braucht, nimmt er sie von Sarah Scherer. Die Gnome World dort bei ihr ist sehr abwechslungsreich interessant. Und ich habe jetzt auch ein Viererpack Anleitungen bei ihr gekauft. Ganz besondere Sachen sind das, glaube ich, zum Teil. Aber eine ist eine Anleitung, eine Grundanleitung, die ich jetzt noch für Last Minute Geschenke brauche oder als Geschenkanhänger sozusagen. Das sind ihre Mini-Gnomes. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe lauter Mini-Gnomes zurechtgelegt, aber ich finde sie jetzt nicht alle. Dann nehme ich natürlich Wollreste, sehr klar. Hier ist eine in diesem Stadium auch. Ich stricke die mit 2er Nadeln oder 2,25. 2er sind mir fast noch lieber. Hier mit Holznadeln ist natürlich ein bisschen Holznadeln, hallo, aufpassen. Aber eigentlich komme ich gut zurecht. Ich liebe halt Holznadeln, mehr wie Metall. Und das ist auch bei diesem kleinen Gestricke, ist mir das irgendwie immer sehr angenehm. Und die kleinen Mini-Wichtel, dem fehlt noch der Bart. Da unten, das könnte ich zu Füßchen ausbauen. Ist ein bisschen hell so, ne? Ich halte das mal so davor. Ja, ihr könnt das ein bisschen sehen. Ja. Da ist es halt oft so, dass man strickt und strickt und dann ist er in diesem Stadium und dann kettet man ab und dann legt man weg, weil man denkt, ach, ich nähe das später zusammen. Und jetzt fehlt halt überall noch der Bart. In meinen ganzen Mini-Wichteln, die muss ich heute Abend alle machen, die Bärte. Hier ist noch eine.
Und auch da unten, das gefällt mir noch nicht. Da muss ich noch ein bisschen noch mal auftrennen. Oder man kann es auch beim Zusammennähen so ein bisschen nach innen versticheln. Das geht schon, dass der einen Stand hat. Und diese Aufhänger, das frage ich mich dann halt auch jedes Mal, soll ich es dran lassen, dass man es irgendwo hinbaumeln kann? Also es ist ja eigentlich der Anfangsfaden, ne? Oder abmachen und was anderes dran machen. Da bin ich auch immer noch am Rumhirnen. Eben ist ein kleiner Wichtel runtergefallen, Gott weiß wohin. Also so ein halber, ne? Und was ich auch am Stricken bin, Fingerpüppchen will ich machen. Das ist halt im Vorstadium. Fingerpüppchen soll ein Frosch werden. Und da habe ich festgestellt, das ist ein Rest von der Ecopuno. Und als ich die zu diesem Fingerpüppchen verstrickt habe, habe ich festgestellt, das ist die Wolle schlechthin, die sich für diese Strickereien eignet. Ich muss mal schnell zurückgehen. Ich bin euch viel zu nahe. Ja, das kann man sich jetzt noch gar nicht vorstellen, wie es werden soll. Ich auch nicht, aber das entsteht schon. Ich habe schon eine Vorstellung. Als Vorbild für die Fingerpüppchen habe ich nämlich in einem Weltladen was gekauft. Jetzt muss ich gucken, sorry, Stunden später. Was mich total fasziniert hat, das haben Menschen in Afrika gestrickt. Guckte mal, ist das nicht süß, das Zebra? Das Fingerpüppchen. Das ist ziemlich eng. Hat sogar ein Schwänzchen. Ich finde das so toll. Also momentan habe ich da einen Riesenspaß dran. Und ja gut, es gibt ja kein Urheberrecht insofern auf so ein Fingerpüppchen. Man kann sich auch nur dran orientieren. Aber da kann man sich gut entlanghangeln. Vielleicht wird es noch das Zebra erstmal ein Pferdchen. Und wenn ich die Fähigkeiten weiterentwickle, werde ich da auch vielleicht ein Zebra nachmachen, weil die mir so gut gefallen. Jetzt bin ich immer noch überlegen. Ich hatte noch so ein schönes. Das finde ich natürlich jetzt nicht. Schlecht vorbereitet. Schlecht, schlecht, schlecht. Aber macht nichts. Ihr werdet es eh alles noch mal sehen, wenn das fertig ist. Ah, da hinten liegt es. Guck mal, das ist auch so ein liebes Fingerpüppchen. Ach nein. Und da habe ich mir halt schon mal für das Fröschchen die Maschenzahl abgezählt. Guck mal, das Äffchen. Was halt da ein bisschen merkwürdig ist, sind die Ohren. Das kann man vielleicht ein bisschen optimieren. Die sehen so ein bisschen komisch aus, aber bitte, die das jetzt sehen, das ist nicht von mir gestrickt. Das habe ich fertig gekauft. Aber das ist die Anregung, sowas und sowas ähnliches und überhaupt zu machen. Und guck mal, der hat hier ein Baby hinten drin in seinem Rucksäckelchen. Ist das nicht herzig? Ja, und im Moment habe ich da einen mega Spaß dran. Hier habe ich aus der Ecopuno hier eine Zipfelmütze schon mal gemacht für einen Wichtel. Ich habe die natürlich rechtsrum gestrickt. Man kann es auch rechtsrum machen. Ich wusste nicht, welche Seite schöner ist. Und seht ihr mal die Eco. Also wenn ihr Ecopuno-Reste habt, die ist wirklich fantastisch. Ich habe ihn jetzt echt schon überlegen, obwohl ich natürlich XX Wollreste habe, ob ich mir doch nicht das eine oder andere Ecopuno-Knäuelchen noch kaufe, weil die sich so wunderbar eignet. Die strickt sich sehr schön, sie ist präzise zu stricken und dann hat sie trotzdem noch diesen wunderbaren Flaum. Und was mir auch gefällt, ist dieses Changierende in der Farbe. Ja, oder aber, jetzt rufe ich gerade mal in die Mitte, wer von euch Ecopuno-Reste hat, so kleine Knäuelchen, sag ich mal, das sollte schon so 20 Gramm sollten es schon sein. So in Größe Mini-Strang, so ungefähr, also vom Gewicht her. Und die loswerden will, weil er oder sie sowas nie machen würde, dann meldet euch bei mir. Ich schreibe euch meine E-Mail nochmal unten rein in die Infobox. Und dann kommen wir irgendwie zusammen, weil ich brauche ja, wenn ich das weitermachen will, so peu à peu, ganz viel verschiedene Restchen. Ich habe natürlich Reste en masse, aber da sich die Ecopuno so schön eignet und ihr die vielleicht nicht zu Wichteln verstricken wollt, sondern sie irgendwo in der Kiste habt. Ja, ich sag mal so, wenn ihr mir die schickt, schicke ich euch als Dankeschön ein Mini-Wichtel. Das wäre doch ein Angebot, oder? So irgendwie. Na,
kommen wir schon klar miteinander. Hier habe ich nämlich schon, das ist auch ein schönes Garn, was man gut nehmen kann für diese Art von Ministrick. Das wird so ein kleiner Zauberhut. Ist das jetzt schon? Wollte ich einen kleinen Zauberer draus machen, so ein Zauberwichtel. Und da reizt mich halt immer die Wolle einfach mal so auszuprobieren. Das ist ein kleiner Fuchs. Die Schoppelgarne eignen sich auch sehr gut. Also solche Reste habe ich auch gerne. Und was auch gut geht für diese Art Strickerei, damit so richtig so das gewisse Etwas kriegt. Man kriegt ja diese kleinen Engelchen oder Wichtelchen oder Püppchen zuhauf jetzt auf den Weihnachtsmärkten und auf den Krabbeltischen angeboten. Aber meine Absicht ist halt sozusagen, ja, das Einzigartige und dass die Wolle im Mittelpunkt steht und dass die Wolle auf so ein kleines Stück zur Geltung kommt und diese Strahlkraft der Wolle oder diese Besonderheit ein bisschen rüberkommt. Und da gehört zum Beispiel auch, das ist ein Rohling für einen Engel und da habe ich auch einen schönen Wollrest genommen von einer Tropsfabel. Die Tropsfabel, da gibt es dieses Grün. Guckt doch mal, wie schön das wird. Also, ihr könnt euch das Engelchen jetzt noch nicht fertig vorstellen. Der kriegt natürlich noch Flügel. Ich habe ja auch schon Flügel gehäkelt. Es kann durchaus sein, dass ich wieder Häkeln und Stricken zusammenbringe. Der ist ein bisschen größer, das ist aus dickerer Wolle. Wie kann ich euch das zeigen? Hier vielleicht so ein bisschen. Ja. Ein Engel. Die Anleitung vom Engelsflügel häkeln ist von Voldusa. Das wollte ich jetzt auch nochmal sagen. Die Voldusa macht ganz viele kleine Nettigkeiten und erklärt es so wunderschön in ihren YouTube-Filmchen. Ich werde ihren Kanal unten mal verlinken, weil ich finde, das, was sie für uns macht, ist auch so toll. Und da habe ich aus einem etwas dickeren Garn, also das ist, steht da ja hier, mal so ein Engelflügel, das die Grundanleitung gehäkelt. Wenn man natürlich dünneres Garn nimmt, wird er kleiner. Es gibt aber auch zu diesen Engelchen, ich habe hier noch ein Engelchen, da habe ich einen schönen Rest genommen. Das da unten ist auch Schoppel, da oben ein handgefärbtes Sockengarn, das Gesicht irgendwie ab. Ich will euch jetzt nicht überfordern, aber der Grund, warum ich es euch zeige, ist das einfach wie der Grund, was ich erwähnte, nämlich diese Außergewöhnlichkeit von Wolle und die Strahlkraft, die Wolle besitzt, wenn man sie auch in solchen kleinen Projekten verarbeitet, zu denen man dann auch wirklich eine Beziehung entwickeln kann. Wenn es sich um einen Engel oder ein Wichtelchen dreht oder so. Ich meine jetzt in der Form Beziehung dafür, dass man merkt, das ist was Besonderes und macht irgendwie doch vielen Spaß und so weiter. Ich hoffe, ich habe euch das gut genug erklärt. Diese Engel sind natürlich noch lange nicht fertig. Die kriegen noch Flügel. Die kriegen noch ein paar Haare vielleicht. Hier muss ich den Hals noch ein bisschen besser irgendwie. Da ist das Köpfchen, das Mäntelchen ein bisschen zu hoch geraten. Da mache ich vielleicht noch was drumherum. Also das ist alles in der Entwicklungsphase. Warum ich es euch aber zeige, ist, damit ihr A seht, mit was ich mich momentan sehr beschäftige, in den doch etwas weniger vorhandenen Strickzeiten und daher nicht so viele große Sachen voranbringe, weil mich das im Moment total flasht und weil ich gerade Spaß dran habe, weil es auch zur Jahreszeit passt. Denn ich glaube nicht, dass man dann im Hochsommer oder so sich damit befasst. Weiß ich aber auch noch nicht, kann ich ja noch gar nicht sagen. Fingerpüppchen sind bestimmt ganz Jahresprojekt und so zwischendrin und zur Resteverwertung und überhaupt. Mir macht es im Moment viel Spaß, solange meine Hände da geschickt genug dazu sind, bin ich ganz, ganz zufrieden und habe ganz viele Ideen, die sprudeln gerade so. Und die muss ich ausprobieren und ich werde auch einiges notieren und habe schon überlegt, dass ich vielleicht so eine Zusammenstellung dann mache, was ich mir selbst ausgedacht habe. Das vielleicht rüberzubringen, so, das ist alles noch im Werden. Also legt mich da nicht drauf fest. Aber was ich euch auf jeden Fall geben kann, sind die tatsächlich vorhandenen Anleitungen von anderen Menschen. Ganz, ganz viel Anregungen dazu gibt es auch auf Pinterest, kann man gucken. Da ist man ja dann total von der Rolle, was einem da wieder alles gezeigt wird. Aber wichtig ist ja in der heutigen Zeit, dass wir A. Reste verwerten, sozusagen De-Stashing von Resten und das sinnvoll. B. Spaß dran haben.
C, dass es Kleinigkeiten sind, die sich mal eben wirklich gut hergeben lassen. Anders wie wenn man, sage ich mal, 5 Wochen an einem Tuch gestrickt hat und allein die Wolle dafür schon mindestens, sage ich mal, 80 € gekostet hat. Und das Tuch kann man ja nicht für 350 oder 400 € verkaufen, was es letztendlich wert wäre. Und alles herschenken, mein Gott, bei aller Gutmütigkeit, das will man nun auch nicht. Das muss ja nun auch nicht sein. Und deswegen bin ich so ein bisschen auf die Idee gekommen, das voranzutreiben, weil es mir auch im Moment riesen Spaß macht. Und ich kann mir vorstellen, dass der Spaß auch bleibt. Dass es tut irgendwie, ich weiß auch nicht, es flasht mich so, dass ich mir vorstellen kann, dass es länger anhält. Ja, und eben finde ich gerade auch noch ein Flügelchen, was zu der Engelgeschichte, was ich dazu gesehen habe, was schon jemand. Das ist einfach so ein kleines Dreieck. Und vor allen Dingen, was auch so witzig ist, die Wolle hier, das sind alles spezielle Wollen von Projekten, zu denen man auch mal irgendwie ein größeres Teil gestrickt hat und die so besonders war, die Wolle, und dann kann man sich auch da damit Erinnerungsstücke machen. Also hier ist es einfach, das Dreieck würde so da drauf kommen. Mal sehen, ist noch nicht optimal, vielleicht auch, weil die Engelchen noch nicht gefüllt sind. Ich habe jetzt gestern Abend spät noch, weil ich heute die Aufnahme schnell für euch machen wollte, die meisten Fäden wenigstens vernäht. Hier hängen sie noch dran. Ja, man kann dann überlegen, wenn man verschiedene Reste verstrickt hat, zu welchem Engelchen dieses Flügelchen tatsächlich passt und wie man es vielleicht noch ein bisschen optimieren kann. Ich habe auch ein Flügelchen gestrickt, was ein bisschen schöner aussieht, weil ich es oben noch mal mit dem Häkelrand versehen habe. Wundert euch das? Also ich habe dieses Dreieck genommen. Ich finde es jetzt gerade nicht in meinem ganzen Wust hier. Ich muss nachher noch mal da vorne hingucken. Da sind auch noch ein paar Sächelchen zum Zeigen. Dann habe ich dieses Dreieck, so wie das als Strickstück hier existiert, habe ich hier oben einfach mit Häkeln noch mal so kleine Bögen gemacht. Dann sieht das schöner aus. Wundert es euch? Mich nicht. Auch gehäkelt und gestrickt zusammenführen kann man unter anderem. Hier habe ich mal ein Herzchen gehäkelt. Das ist ein bisschen schief und krumm geworden. Es hätte auch gefüllt werden müssen. Das hat mir aber auch so gut gefallen. Da gibt es Anleitungen, die habe ich mir auch gekauft bei Crazy Patterns. Herzchen in allen Größen. Und das könnte man sich auch selber ausdenken, aber ich denke dann auch immer, okay, nimm die Anleitung, kannst du schön nachlesen. Es kriegt bei mir sowieso ein Eigenleben. Aber hier guckt mal diese schöne Verlaufswolle. Wie gesagt, das ist suboptimal. Das Herzchen, das biegt sich ein bisschen in alle Richtungen. Und wie ich das so gesehen habe, habe ich gedacht, hey, sieht aus wie Flügel. Ne? Ist natürlich jetzt zu der Engelsgröße hier, die ich hier als Beispiel habe, ein bisschen zu groß. Wobei, nö, eigentlich nicht. Könnte man das als Flügel hinten dran machen. Ist sehr speziell, ne? Aber genau das soll es sein. Ich will jetzt nicht so 0815 China aus der Gefangenschaft oder Keller produzierten Massenengelproduktion, wo ja schlussendlich die meisten unserer Engel, die mir überall zu kaufen kriegen, herkommen. Da darf man sich ja gar nichts vormachen. Und es gibt auch noch echte Handwerkskunst. Ich habe es gerade gestern gesehen. Gestern Abend waren wir noch mal in Michelstadt auf dem Weihnachtsmarkt. Da gibt es ja dann so einen Keller, wo man, also so einen Handwerksbereich, wo echtes Kunsthandwerk gezeigt wird. Da gibt es Engelchen aus Ton und Engelchen aus Holz. Und da gibt es auch Schulkinder, die für wohltätige Zwecke Engel basteln. Und da sollten wir doch wieder mehr hinkommen, Leute. Echt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mir immer Gedanken mache im Detail, aber ich habe jetzt neulich auch Geschenkeanhänger gekauft, da sind Engelchen drauf, die sind auch 100 Pro in China produziert oder in sonst so einem armen Land unter ganz fragwürdigen Bedingungen. Und deswegen macht mir das umso mehr Spaß jetzt. Und die sollen schon ein Alleinstellungsmerkmal haben, so ein bisschen. Ne? In meinem Fall halt hier AA durch die Wolle. Diese Art von Wolle kombiniert zum Engel gibt es jetzt hier nur einmal auf der, sag ich mal, auf der großen weiten Welt, denke ich mal. Bin ich ziemlich überzeugt. Es sei denn, eine von euch würde das jetzt exakt nacharbeiten, aber der hätte nicht die gleichen Wollreste. Ne?
Ja, und was ich auch gelesen habe oder mir überlegt habe, es gibt ja diese Sorgenfresser oder man könnte auch in so ein Engelchen, wenn man es verschenken will, unten eine kleine Botschaft reinstecken. Und man könnte es mit so losen Stichen ein bisschen festmachen und dem zu Beschenkenden, wenn man es dranhängt, sagt, wenn das mal nicht so gut geht oder du Unterstützung brauchst, dann schneide mal deinen Engel auf, da ist ein schöner Spruch für dich drin. Oder so irgendwie. Das ist auch mir eben erst eingefallen, aber in der Art halt. Das denke ich mir in den schweren Zeiten, die wir momentan ja auch immer mehr spüren, ist das vielleicht eine gute Sache. Oder sowas kann man auch schön in Altenheime verschenken, ohne dass man jetzt wertvolle Wolle einfach so hergibt, weil es sind ja eh Reste in der Regel. Und kann es auch für einen wohltätigen Zweck verkaufen. Ich weiß nicht, hatte ich euch gesagt, meine Karten, ich glaube, ich habe es in der Hobbyausstellung erwähnt, weiß aber nicht explizit, wie viel ich dazu gesagt habe, aber ich bin ganz stolz. Ich habe meine Karten, die ich von meinen Kunstwerken habe ich Fotos machen lassen, die habe ich auf Kartenrohlinge geklebt und zurechtgemacht, dass man sie als Glückwunschkarten verwenden kann oder als besondere Karte, wenn man was jemandem schreiben will. Ist auch in einem Format, was sich innerhalb der postalischen Briefbegrenzung bewegt. Und da habe ich 2,50 € pro Karte genommen. Habe gesagt, wenn jemand 3 €, ach Quatsch, 3 Karten nimmt, dann kostet jede Karte 2 €. Und den Ertrag habe ich gespendet. Da konnte ich jetzt UNICEF 80 € überweisen. Dank aber auch nicht nur von den Karten, dank auch einer Spende. Es kam auch eine liebe Bekannte, kann ich sagen, Freundin, sind wir ja fast, ja, kann man schon fast sagen, vorbei an meinen Stand. Nee, vorbei, sie kam an meinen Stand und hat mir so Strickwerke mitgebracht. Ja, die waren schön, aber auch nicht so übermäßig herausragend. Und hat sie gesagt, wenn du die verkaufen kannst, nimmst du das Geld und tust es in deine Spendenbox. Und da hatte ich sozusagen von dem Kartenverkauf, hatte ich 50 € für UNICEF zusammenbekommen und dann noch 30 € für diese gespendeten Strickwerke. Und da war ich ganz glücklich drüber. Das Geld konnte ich jetzt überweisen. Und was ich jetzt auch schon beim Aufräumen und so sukzessive, jetzt vor Weihnachten wird es nichts mehr werden, gemacht habe, ich habe auch jede Menge Spenden zusammen, jetzt auch von meinen Sachen, die ich jetzt gar nicht verkauft habe oder die einfach dafür geeignet sind, sie zum Beispiel den Düsseldorfer Wollengeln zu spenden. Da muss ich mich erstmal schlau machen, wo ich die Anschrift herbekomme. Gibt es ja sicher eine Webseite oder so. Ja, es ist die Zeit, wo man über sowas nachdenken sollte. Nicht nur jetzt, sondern das ganze Jahr. Aber im Moment berührt es einen halt besonders. Ne? Gut, genug geschwätzt, wenig gezeigt. Was habe ich noch? Also, dann habe ich mich an Tannenbäumchen versucht. Na, erstmal habe ich noch hier einen halben Engel fertig. Der ist nicht, den habe ich gehäkelt. Die Anleitung ist, glaube ich, auch von. Nee, ich habe es mir selbst überlegt. Irgendwie habe ich mir das bei der Wollduse angeguckt mit ihren Sorgenwürmchen. Und mit den Sorgenwürmchen, das ist nichts gewonnen. Und da habe ich auch gedacht, nimm es mal so ein bisschen prachtvoller. Das ist Glitzerwolle, erkennt man hier nicht so. Ja, das Engelchen braucht noch irgendwie ein Krönchen. Ja, und das ist ja auch ganz einfach. Die Holzköpfe, die gibt es zu kaufen bei Budinette. Die gibt es auch beim großen A. Und ja, das könnt ihr euch schon ganz einfach denken, wie das gehäkelt ist. Also, es ist ja kein Hexenwerk. Einfach habe ich klein angefangen und groß angefangen, bin immer kleiner geworden. Ich glaube, umgekehrt. Ja, sicher, ich habe oben erstmal eine Luftmaschenkette gemacht. Die habe ich dann zusammengenommen und habe in Runden immer mehr vergrößert. Kann man auch wunderbar Reste verwerten. Und ja, das kann man auch aufmotzen bis zum geht nicht mehr. Der hat noch keine Flügel, der hat noch keinen Heiligenschein. Aber ich habe welche gemacht, die fertig waren. Dann habe ich Engelchen gehäkelt. Auch nach einer Anleitung von Voldusa. Die sind auch absolute Rohlinge. Aber ich will euch zeigen, dass ich es halt schon mal so weit gemacht habe. Wenn ihr euch dafür interessiert, es gibt eine Anleitung dazu und ein Tutorial von ihr. Entschuldigung, ich mache das heute so richtig unprofessionell, gell? Sorry, Leute. Aber da habe ich schon 4, 3 Körperchen. Das schon, also das ist schon im weiteren Fortschritt gediehen. Und zwar ist das wie so eine Art
Häkelkörbchen. Dieses Filmchen, was es dazu gibt, das von der Voldusa, das werde ich euch unten verlinken in der Infobox. Da habe ich jetzt schon die Beinchen dran gemacht. Ein Ärmchen. Die Flügel. Das ist der Flügel, der dazu gehört. Auch erstmal einen. Ihr seht, da gibt es noch einiges zu tun. Ne? Dann kommt so ein Köpfchen drauf, hier so eins. Ja. Ne? Also, wenn das fertig ist, vielleicht mache ich noch ein Mini-Filmchen und hänge es dann im nächsten Film mal hinten dran. Oder ich müsste mal so ein Short machen. So ein Kurzfilmchen. Das machen ja viele. Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Vielleicht ist das ja ganz einfach. Ja, und da kommt so ein kleines LED-Lichtchen rein. Und das Filmchen dazu hat mich so, fand ich so klasse von der Voldusa. Da habe ich schon mal die Körperchen, habe ich schon mal das Orangen und das alles so ein Glitzergarn. Das glitzert wunderbar. Das war mal so eine Kombination, diesmal bei Teddy, sorry, Markennennung, unbezahlte Werbung hier. Und in Flieder. Und hier habe ich mal Restewolle, habe ich gedacht, okay, es muss mal ein bisschen puschelig sein. Einfach nochmal so zum Versuch. Geht ja auch. Und oben mit einem anderen schönen Garn weiter. Also es ist auch eine tolle Resteverwertung. Seid mir nicht böse, dass ich euch das jetzt nicht fertig zeigen kann. Dazu müsst ihr euch das Filmchen von Voldusa angucken, was ich unten rein verlinke. Aber nur noch als Anregung, noch passt es in die Zeit, Engelchen zu machen. Vielleicht ist es auch okay, im Januar noch Engelchen zu machen. Schon fürs nächste Jahr. Da bin ich auch dann bei meiner Geschichte der Weihnachtskarl. Das ist ja bei mir dann irgendwann ausgeufert, dass ich in der Richtung ausgeufert, dass ich eben nicht mehr gezeigt habe, was ich alles gemacht habe. Aber Leute, ich habe wirklich so viel gemacht. Ich habe ja die kleinen Wichtel gemacht. Ich habe die Püppchen gemacht. Ich habe allerhand reguläres Strickwerk gemacht. Das habe ich euch zumindest mal bis Juni oder so gezeigt. Also ich habe mit Sicherheit mehr wie 24 Weihnachtsdinger gemacht. Mützen habe ich gemacht, auch zwei Mützen, die man gar nicht mit an Stand nehmen konnte, weil die Anleitung ja von der Petite Knit ist und dann ist das ja nicht erlaubt, solche Mützen zu verkaufen. Ja gut, aber zu verschenken schon, ne? Aber die sind, haben mir beide so gut gefallen, die behalte ich selbst, ne? Kommt auch vor. Ja, und hier habe ich noch beim Aufräumen jetzt eben gefunden, also beim Herholen, das ist ein echtes Häkelherzchen, so wie es werden sollte. In quietschgrün, wen wundert's, ne? Das macht auch Spaß. Also das alles sind noch alles wieder Anregungen für euch heute, was man so machen kann. Das muss ich schon mal kurz aus dem Bild gehen. Was auch lustig ist, sind Pilze. Noch zwei kleine gemacht. Und da habe ich mir schon überlegt, ich habe ja jede Menge Mini-Pullis, jede Menge Mini-Socken. Was mir noch fehlt, sind Mini-Handschuhe, Mini-Täschchen und sowas. Und ich habe gedacht, ich mache mal so einen Adventsschmuck, Schnürdel, aber nicht nur mit 24 Socken oder 24 Pullis, sondern so kunterbunt was dranhängen. Oh, jetzt ist er runtergefallen. Hier sieht es aus, Leute. Hier liegt noch ein Mini-Wichtel, ein schöner. Der ist vorhin runtergefallen. Die Anleitung ist von Sarah Scherer. Der ganz kleine Wichtel. Ich werde euch das auch verlinken, wenn ihr das noch machen wollt oder schon für nächstes Jahr in Vorbereitung seid. Und die kleinen Pilze, da habe ich halt, wie gesagt, ach siehste, Wichtel können auch an diese Kette. Ich hoffe, ich schaffe es noch vor Weihnachten oder zumindest zwischen den Jahren, so eine Kette richtig zu gestalten. Engelchen können dran, Tannenbäumchen, Wichtel, Pilze, Pullis, Söckchen und so weiter. So ein buntes, kunterbuntes Schmuckding da. Ja, habe ich vor. Und dann habe ich auch immer so vor Augen, kann man auch ein bisschen so über den Winter hängen lassen als Deko, finde ich, an der exponierten Stelle dafür. Was man alles so aus Wollresten machen kann. Ne? Die Pilze sind auch so süß. Gibt es auch eine, das ist so frei Schnauze gemacht, so ein kleines Hütchen und einfach mit Eicord, auch Schoppelwolle unten genommen, mit Eicord, Fünfer Eicord, den Stiel, das geht ganz gut. Da braucht man sich nicht lang rummachen. Auch noch eine Anregung. Oh,
ich muss mich eilen, es sind 34 Minuten, ich kann gar nicht mehr. Ich habe gedacht, es gibt ein kurzes Filmchen, hallo? Ich stehe hier und quatsche und lasse euch gar nicht aus, ne? So raus aus diesem Thema. Ein schnelles Weihnachtsgeschenk muss noch fertig werden, aber ich bin nur so semi-zufrieden. Ich habe diese schöne Wolle auch wieder beim Teddy, muss ich sagen, gefunden. Die sieht verstrickt so aus. Oh, die ist so klasse. Die ist so klasse, die Wolle. Da habe ich nur zwei Knöllchen liegen sehen. Die habe ich nämlich beide mitgenommen. Ich habe sie irgendwann schon mal gezeigt. Wie Pfeffer und Salz. Ne? Hat mir früher gesagt, da gab es doch so einen Tweedstoff, Pfeffer und Salz. Den habe ich als Kind schon gemocht. Ja, und das soll Last-Minute-Geschenk, Handstülpchen für ein Mädchen werden. Aber das ist, ich habe extra kleinere Nadeln genommen, weil ich wollte es nicht so locker haben. Und jetzt ist es ein bisschen brettig geworden. Und ich bin jetzt gerade an dem Stadium, dass ich ein bisschen verbreitere und überlege, mache ich jetzt so einen kleinen Daumenausgang oder nicht? Oder lasse ich es nur als Stulpe ohne Daumenausgang? Viel Zeit habe ich ja auch nicht mehr. Die zweite Seite muss auch fertig werden. Also wenn ich die Wolle nochmal nehmen würde, ich habe noch ein Knäuelchen davon, dann würde ich sie doch vielleicht rechts, links, unten stricken. Ich habe das hier glatt rechts. Habe mit 8 Maschen pro Nadel angefangen, bin hier mal auf 7 Maschen pro Nadel runtergegangen, hier wieder auf 8 hoch. Jetzt bin ich auf 10 Maschen pro Nadel. Soweit ist das. Aber nochmal so für euch als Anregung. Ich dachte erst, ich nehme einfach die Anleitung von den Dingsbums Mittens, von der Dagi, von Dag, Albuquerque, Siavuls. Hätte ich besser gemacht, aber ich hatte die Anleitung nicht da und habe einfach so frei Schnauze angefangen. Mal gucken. Viel Zeit ist ja nicht mehr, ne? Ja. Und die Engelchen hier, die vier, die wollte ich auch noch fertig machen, dass ich da die Beinchen mache und die Ärmchen. Und die Flügelchen und die Lichtchen rein tu und das Köpfchen annähe. Das muss auch irgendwie so dran. Ich weiß noch nicht genau, wie es ist an der Anleitung erklärt. Oh Leute, es bleibt spannend. Das noch. Ja, und in der Natur der Sache liegt, dass es hier immer total chaotisch aussieht, weil ich dauernd irgendwas anfange. Und jetzt habe ich noch den Karl angefangen. Das sollte ich zu guter Letzt noch sagen. Einmal habe ich jede Menge gestrickt an meinem. Wo habe ich denn die Tasche? Habe ich jetzt nicht hier die Projekttasche? Der Tropspulli Blue Porcelain. Da bin ich fast mit dem Körper fertig. Muss unten noch das Bündchen dran. Und die Ärmel. Und da bin ich jetzt am Überlegen. Ich glaube, ich werde die Ärmel nicht im Muster stricken, sondern eins links, eins rechts. Oder mit hochgezogenen Hebemaschen eins rechts, eins, links, so irgendwas. Das werdet ihr sehen, wenn es soweit ist. Was ich euch jetzt noch zeige, bevor die Zeit endgültig hier rum ist, die Aufnahmezeit, ist mein Stadium von dem Schal Glittering Snowscape Schal, was ich zusammen mit der Marion stricke. Wir haben so einen Mini-Karl angefangen. Also Marion, wenn du das siehst, ich habe die letzten Tage gar nichts dran stricken können. Jetzt werde ich am Wochenende mal ein bisschen weitermachen. Das Ganze wohnt in dieser wunderschönen Tasche, die ich mir auf der Hobbyausstellung gekauft habe. Und die Wolle hatte ich euch auch alles schon gezeigt. Das ist so ein schönes Rotding, wird das. Ein Rotding. Und jetzt bin ich an dem Lace-Teil von dem Schal. Mit dem, wie nennt sich, Arrowhead Lace. Ich glaube, das kann man auf dem Foto hier schlicht sehen. Ist da vielleicht noch eins dabei. Ich muss aufpassen, ich habe immer die Rückseite auch gedruckt. Da sieht man es auch nicht. Da sieht man es auch nicht. Und auf der Rückseite habe ich einen Schal, den ich. Ah, hier kann man es ganz gut sehen. Das Lace hier. Da. Ist jetzt dran. So. Und das habe ich gestrickt. In dem schönen Garn von der Heike, von Mondlichtgarne. Und es war so blöd. Ich habe mich auch 100 Mal verstrickt, dass ich alles wieder, ich hatte schon so ein Stück Lace gestrickt, habe alles wieder aufgeribbelt und habe mir gedacht, du musst ein Uni-Garn nehmen. Das ganze gemusterte, gefärbte Garn, wie das hier. Oder das hier. Nee, das ist das gleiche. Sorry.
Das hier zum Beispiel, das eignet sich nicht für dieses Lace-Muster. Du musst. Und dann habe ich noch ein Alpaka-Soft-Sockengarn von Langjans gefunden, in dem schönen Orange. Und damit der Übergang nicht so brutal wird, habe ich erstmal von dem hier, was ich euch eben gezeigt habe, von dem hier, in diesem Part hier, wo man linke Maschen strickt, damit der Übergang nicht so abrupt ist. Und dann habe ich jetzt das Lace angefangen mit dem Garn hier. Und das macht jetzt, habe ich auch richtig Lust weiterzumachen und habe mir jedes Stück markiert. Ich weiß, das Lace ist an und für sich einfach, aber als ich das zuletzt gestrickt habe, mit dem hier, da bin ich dauernd, habe ich mich verstrickt. Dauernd, 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 dauernd. Das war so nervig, ich habe den ganzen Abend gesessen und zum Schluss musste ich alles aufribbeln. Aber hiermit kann ich mir vorstellen, wird es ganz gut. Und dann gehe ich auch nochmal über, mache ich wieder so ein bisschen von dem nochmal und so peu à peu werde ich die zwei Farben hier dann zusammenfäden. Ich glaube, das wird ganz gut und Spaß macht es auch mehr. Und habe es mir zur Sicherheit, wie gesagt, jeden Rapport markiert. Stricken tue ich das momentan mit sehr lieben Nadeln. Liebe Nadeln, hallo Leute. Diese Nadeln habe ich sehr gern. Das sind die Prüm Ergonomics. Leider gibt es die nur in 80 cm Länge. Also Leute von Prüm, bitte macht die doch auch mal 100 cm lang. Echt. Wer das jetzt gesehen hat von Prüm, hallo, kommt in die Puschen. So, 41 Minuten. Ich muss jetzt schnell noch was sagen, was ich hinten dran hänge, ist das, was ein Geheimprojekt war. Die Erklärung und das Zeigen von zwei Stulpen, logischerweise für zwei Hände, die ich für die Julia von Wulpedia gemacht habe als Anleitung und die in ihrem neuen Magazin sind, das jetzt jüngst rauskam. Dort sind viele Promis aus der YouTuber- und Strick-Community involviert gewesen, haben auch kleine Anleitungen oder große Anleitungen, ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe auch was beigesteuert, kleine Beiträge dazu beigesteuert. Und die Julia von Wulpedia hat die alle zusammengefasst in einem Magazin. Schaut bitte bei ihr rein. Ich werde euch das alles unten verlinken und guckt auch auf Instagram. Da hat sie das auch gezeigt, dass das Magazin jetzt fertig ist. Und das kann man bestellen bei Amazon zum Druck. Kann man sich's drucken lassen. Ja. Das wollte ich auf jeden Fall jetzt vor Weihnachten noch loswerden, wenn ihr noch ein Last-Minute-Geschenk sucht. Und das ist sicher sehr praktisch anwendbar, denn ihr könnt ja über Amazon sogar veranlassen, dass der zu Beschenkende das dann direkt geschickt bekommt und so weiter und so weiter. Jetzt will ich aber auch nicht versäumen. Also das Filmchen mit den Stulpen, was ich extra aufgenommen habe, hänge ich jetzt hinten dran. Aber hier an dieser Stelle möchte ich euch auf jeden Fall frohe Weihnachten wünschen, eine gute Zeit zwischen den Jahren in den Rauhnächten und mich gibt es wahrscheinlich erst wieder im neuen Jahr. Habt's gut inzwischen, lasst euch schön beschenken für uns alle. Frieden auf Erden, möge er bald kommen. Da kann man ja schon gar nicht mehr drüber reden, weil das ein so herziger Innenswunsch ist. Ah, nein, inniger Herzenswunsch ist. Oh Gott, oh Gott. Ich bin schon so fertig, Leute. Seht's mir nach. Ich mache jetzt Schluss. Ihr wisst, wie ich's mein. Das war's für dieses Jahr. Bis nächstes Jahr. Eure Sylvia. Hallo, ihr Lieben. Es geht los. Beleuchtung ist wieder anders wie bei der Voreinstellung. Ich muss mal ganz kurz aus dem Bild. Ich glaube, so ist besser. Ja. Momentan ist es ja nicht einfach, Filmchen zu drehen bei den Beleuchtungen, die wir momentan haben. Und die Farben sollen auch richtig rüberkommen. Und so auch bei diesem kleinen Projekt, was ich als Geheimprojekt gearbeitet habe. Und ich drehe das Filmchen jetzt, weil es mitgeht auf die Hobbyausstellung. Und wenn ihr die Sachen seht, sind sie vielleicht schon nicht mehr da. Das sind eigentlich keine Sachen. Es ist ein Projekt, ein kleines Projekt, was ich für Julia von Wulpedia, die in Irland leben, Chris und Julia mit ihren beiden süßen Kindern und die sag ich mal, ein Garnparadies sich aufgebaut haben, wo sie hauptsächlich Boppel, aber auch andere Garne und ganz viel Zubehör und viele Nettigkeiten als Vertrieb,
in unsere Handarbeitswelt hineinbringen. Und da die Julia so lieb war und ihr Mann natürlich auch, mir große Mengen an Garn zur Verfügung zu stellen, habe ich natürlich auch mal gedacht, ich muss was davon verarbeiten oder ich sollte was davon verarbeiten, weil es mich auch richtig gejuckt hat in den Fingern. Und da jetzt auch das Magazin erscheint demnächst oder wenn ich das Video hier euch zeige, vielleicht ist es schon hinausgegangen in die Welt und sie uns bat, also einige von uns, unter anderem auch die Sandra von Maschengedöns und noch viele mehr, ich weiß gar nicht, wer jetzt alles dabei ist im Magazin, ein Projekt zu bringen, was aus von unseren Nadeln hüpft und was wir uns selbst ausgedacht haben und wozu wir eine kleine Anleitung schreiben. Und dem habe ich mich angeschlossen und habe zwei Stulpen gestrickt, die so ein bisschen Sylvia-like sind und auch hauptsächlich aus Garnen von Woolpedia. Und da habe ich Stulpen gestrickt. Ich muss die jetzt mal so anziehen. Die sind schon sehr speziell. Sie sind weihnachtlich, ja, aber man kann sie auch den ganzen Winter tragen, denke ich. Und als Garn habe ich Basis habe ich genommen die Modal Socks. Ein Socks-Boppel von Julia und das Milano, ein Flauschgarn, das kennt ihr ja bei mir, ich nehme gern Flauschgarne. Und dann habe ich diese beiden Stulpen gestrickt. Und die Anleitung dazu findet ihr exklusiv im Magazin von Woolpedia. Und da habe ich in erster Linie hier unten das Teil mit dem wunderbaren Sockengarn, was auch die Sandra von Maschengedöns so lobt. Die war also auch hin und weg, ich auch. Aber ich habe so viel andere Sockenwolle, dass ich erst mal dabei geblieben bin. Und also nur jetzt im Moment das verstricke, was ich von ihr habe, so wollte ich sagen. Diese Stulpen sind hier oben aus einem Junkie-Flauschgarn, so ein Fellgarn, das kriegt ihr auch momentan, glaube ich, noch bei Butinette, die hatten welches. Und auch in einschlägigen Billigläden gibt es manchmal einen Knäuel davon zu ergattern. Ihr kennt es alle, aber habt bislang auch noch nicht gewusst, was ihr damit machen sollt. Hier seht ihr es. Und um das Ganze interessant zu gestalten, habe ich Häkelapplikationen aufgebracht, so richtig zum Aufpeppen. Die Farben kommen hier richtig gut rüber, so wie sie sind. Und habe ich gedacht, okay, das ist noch ein bisschen lock, da muss ich noch mal ein bisschen nachsticheln. Okay, unschwer zu erkennen, wie der Aufbau ist. Hier unten habe ich, ich will es euch jetzt nicht sagen, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, ich habe es in die Anleitung geschrieben, die im Woolpedia-Magazin zu haben ist und habe einfach mit eins links, eins rechts, hier unten ein kleines Rollrändchen, eins links, eins rechts in unterschiedlichen Streifen das Flausch eingearbeitet. Dann musste ich ein bisschen runtergehen mit der Maschenanzahl, mit der Nadel aber hochgehen, weil das ja wesentlich dicker ist. Und dann habe ich hier einen Daumenspalt gestrickt und habe natürlich so ein bisschen probiert, weil ich mit Magic Loop gestrickt habe, dass ich den Wechsel der Nadel, der war immer hier. Und als ich dann das Daumenloch gestrickt habe, bin ich ein bisschen reingegangen mit der Öffnung, weil sich das so ergeben hat, dass es dann doch ein bisschen besser legt. Ich hoffe, ihr habt das verstanden, wie ich das meine. Es klingt jetzt so kompliziert, ist es aber nicht. Ich habe das Loch sozusagen versetzt zu der Form, die das sich hier ergeben hat. Dass es so ein bisschen innen ist, der Daumen. Könnt ihr ja hier sehen, das ist ja auch gar nicht schwer. Und oben zum Abschluss habe ich wieder das Sockengarn genommen, das Modalsockengarn und das Flauschgarn, um einen schönen Abschluss zu kriegen. Den Teddy, da gibt es die Anleitung bei YouTube. Das kann ich euch unten rein in die Infobox schreiben. Das ist ein YouTube-Channel, der das Teddychen schrittweise zeigt. Und die Sternchen sind allgemein bekannt. Das ist auch kein Hexenwerk. Und ihr könnt ja auch jede andere Art von Häkelapplikation drauf machen oder gar keine. Ich finde es sehr schön. Die sind kuschelig warm, die Stulpen, und sind ohne Wolle. Keine Wolle, wer Wolle nicht mag. Und vor allen Dingen dadurch, dass sie eben in Synthetik gestrickt sind, lassen sie sich auch gut waschen, was bei dieser Art von Stulpen durchaus mal sinnvoll ist, die auch mal zu waschen. Okay,
Die haben eigentlich keinen Namen, die Stulpen. Das fällt mir jetzt gerade ein. Schade, ist mir jetzt auch im Moment bin ich so abgelenkt durch andere Dinge, dass ich aber kreative Namen mir jetzt nicht einfallen. Ja, man können sie Teddy und Sternestulpen nennen. Okay, das war's jetzt dazu und dieses kleine Filmchen werde ich in einem anderen großen Film irgendwann einbauen und mache jetzt mal Schluss.